So, Carver hat ein Level ab. So, Stärke. Dann gehst du halt auf tödlicher St Treffer. Mächtiger Schlag wird um einiges stärker. Plus 30 Schaden. Das hört sich doch gut an. So, Fenris, was hast du denn? Agregio Pavali. Im Keller sind 6 Flaschen davon. Ich musste ihn immer Denarius Gästen ausschenken. Er sagte, mein Aussehen mache ihnen Angst. Und das hat er genossen. Klingt nach einem schrecklichen Mann. Ihr wart also sowohl sein Diener als auch sein Leibwächter. Ich war sein Sklave. Wenn ihm danach war, habe ich auch sein Mobiliar aufpoliert. Das ist aber eine Verschwendung. Ein Glück, dass ich mich noch immer an den kleinen Dingen erfreuen kann. So, muss schwer gewesen sein. Ihr hattet kein einfaches Leben. Ich möchte lieber nicht weiter darüber sprechen. Seid ihr euch sicher? Ich wäre bereit, euch zuzuhören. Meinem Gejammer? Wie selbstlos von euch. Ich wollte meine Vergangenheit hinter mir lassen, aber sie holt mich immer wieder ein. Sagt, wolltet ihr niemals nach Ferelden zurückkehren? Mein Zuhause ist jetzt hier. Ich habe hier ein neues Leben angefangen. Und das ist alles? So leicht könnt ihr es hinter euch lassen? Tja, es war nicht leicht. Ich habe meine Schwester an die Verderbnis verloren. Und jetzt ist sie für euch nicht mehr von Bedeutung? Bitte verzeiht. Es ist natürlich euer Leben, aber es klingt einfach so vertraut. Ihr könnt euch doch auch hier ein neues Zuhause aufbauen. Ich könnte mich natürlich irren, aber für mich klingt das, als wolltet ihr hier bleiben. Ich könnte mir vorstellen zu bleiben. Aus den richtigen Gründen. Ich möchte euch noch einmal danken, dass ihr mir gegen die Jäger geholfen habt. Ja, das solltet ihr. Hätte ich gewusst, dass Anzo einen derart fähigen Mann findet, hätte ich ihn vielleicht früher gebeten, sich umzusehen. Ich helfe euch gern. Ich bin einfach froh, dass alles so gut verlaufen ist. In der Tat, das ist es. Aber ich werde euch nicht länger aufhalten. Vielleicht ein andermal. Wir sollten weitergehen. Na bitte. So. Immerhin keine Minuspunkte. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Was ist denn in Gamblins Haus? Hier haben wir schon wieder Post. Ach, jemand hat eine Nachricht für euch gebracht. Liegt auf dem Schreibtisch. Ja. Vorher hat er sie natürlich geschüttelt, um zu sehen, ob Münzen drin sind. Ich hatte Sorge, sie könnten herausfallen. Ach, Gamblin. Naja, Sicherheit geht vor, ne? Naja, egal. So. Ich mache mal eine kurze Pause und wir sehen uns gleich wieder. So, nach einer kurzen Unterbrechung geht's weiter. Post hat mal geholt. Ausgerüstet sind wir. Dann geht's weiter im Text. So, Familiengeschichten. Stimmt, wir haben ja diesen Ehrenbrief von unserem. Ja, den Innenbrief gefunden gehabt. Ja, ist ja gut. Was starrt ihr so? Euer Bruder ist ein Magier, genau wie eure Schwester und euer Vater? Und ich bin keiner. Na und? Nichts. Es wird nicht immer an alle Nachkommen vererbt. Aber es ist gut zu wissen, dass euch unsere Misere vertraut ist. Ihr könnt euch eure Misere sonst wohin stecken. Na, der ist ja sehr gut drauf, ey. So, Tobrius. Noch mehr Magier. Rede du mit ihm. Ich befrage die Wachen zu ihrer Ausbildung. Ich kenne euer Gesicht. Ich bin Tobrius. Ihr und dieser Mann seid beide Hawks. Ich erinnere mich an euren Vater. Malcolm war ein guter Mann. Nur, ihr habt meinem Vater geschrieben. Ich habe einen Brief von euch gefunden. Es geht um einen seiner Freunde, dessen Namen ihr nicht nennen konntet. Ah, der Templer. Euer Vater konnte ihm nicht direkt schreiben, sonst hätte der Orden davon erfahren. Welcher Templer? Er hat eurem Vater gestattet, Kirkwall zu verlassen. Den Herrschenden ist nicht geholfen, wenn die Besten von uns eingekerkert sind. Ein weiser Mann. Er war also,
Ja, das ist überraschend. Das hätte ich von einem Templer nicht erwartet. Früher konnten die Regeln des Ordens der Situation angemessen ausgelegt werden. Heute ist das nicht mehr so. Ich hole die Briefe, die ich aufbewahrt habe. In der Familie sind sie besser aufgehoben. Was für eine Freundschaft. Leute wie euren Vater gibt es nur noch wenige. Und solche wie den Templer noch weniger. Ruht in Frieden an der Seite des Erbauers, Sir Murevar Carver. Carver, naja. Auch nicht schlecht. Hat der Vater, also hat unser Vater hier seinen Sohn halt nach dem Templer benannt. Auch nicht schlecht. Fenris, Isabella, Sebastian, Meryl. So, der Plunder kann weg. Rüstungsladen, hast du was? Nur eine Rune des Schutzes. So, gehen wir erstmal zu Gamlin zurück. Zumindest ins Haus von Gamlin. Och, Mensch, ey. Beim Atem des Erbauers. Ihr bekommt ja mehr Briefe als ich. Auf dem Schreibtisch liegt schon wieder einer. So, Carver. Seid gegrüßt, Sir Carver. Unsere Titel schüchtern noch lange keine Templer ein, Bruder. So unzufrieden mit unseren Fortschritten? Gibt es etwas, das du anders machen würdest, Bruder? Das ist nicht an mir. Wir sind gerade dabei, einen alten Namen für eine alte Frau wiederherzustellen. Und was geschieht, wenn wir das alles erreicht haben? Dann sitzen wir herum und reden darüber, wie großartig wir früher waren. Mutter wollte dieses Leben gar nicht zurückhaben, bis wir hier gelandet sind. Und dich interessiert es auch nur wegen der Templer. Schön, was würdest du tun? Also gut, Carver. Wie lautet dein Plan? Ich will nach vorne blicken, etwas Neues schaffen. Und nicht länger die Schulden alter Männer zurückzahlen. Und müsste ich zurückgehen, würde ich nicht nach uralten Namen suchen. Ich würde in Ordnung bringen, was wichtig ist, was falsch gelaufen ist. Wir können nicht einfach zurück. Das müssten wir auch nicht, wenn du das Richtige getan hättest. Lothering war unser Zuhause, nicht das hier. Wir hätten uns behaupten können. Du hättest den Ogre davon abhalten können, Bethany zu töten. Da stimme ich dir zu. Du hast recht. Was? Ich würde alles ändern, wenn ich könnte. Aber das geht nicht. Und du weißt das. Ein gutes Gespräch. Bruder. Ich fühle... Ich weiß nicht. Es ist wie bei Mutter, die alles an uns ausließ. Dabei hatte sie nur Angst. Ich habe keinen Platz in dem Leben, das sie zurückzuholen versucht. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Aber ich muss meinen eigenen Weg finden. Tja, wenn er es unbedingt will, soll er das machen. So, sprechen wir nochmal mit ihm. Ich habe etwas für dich. Warum? Friedensangebot. Unser letztes Gespräch hatte ein sehr unerfreuliches Ende. Halt es, wie du willst. Sind die von Vater? Bist du dir sicher, dass sie nicht für dich bestimmt sind? Ein anderer Magier könnte wahrscheinlich mehr damit anfangen. Für eure Dienste, die nicht offiziell anerkannt werden können, nehmt bitte dieses Schmuckstück und wisset, dass ich euren Namen in Ehren halten werde. Danke im Namen des Ordens, Sir Morrowar Carver. Carver? Sir Lancet Carver, der Templer, der deinem Vater erlaubte, Kirkwall zu verlassen. Dein Namensvetter. Ein Templer? Haben wir je einen Templer getroffen, der kein gewalttätiger Tugendbold war?
Dann passt es ja. Simore war aber gut. Vater war wohl der Ansicht, er habe etwas Respekt und Ehrerbietung verdient. Ein Mann, der ihm eine Zukunft ermöglicht hat. Und ein Name, der für ihn immer gleichbedeutend war mit großem Können. Anscheinend hat er ihn für vielversprechend gehalten. Keine Verbindung zurück, sondern der Weg nach vorne. Das war ich für ihn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Naja, mal Freundschaft gefunden und nicht nur, ja. So, nehmen wir die Leute wieder mit. Dann gehen wir jetzt mal, da haben wir ein bisschen was zu tun, so wie es sein soll, Pflicht. Gehen wir erstmal hier hin. Zu den Sunderhügeln. Zu den Dalish, beziehungsweise auch zur Flint-Gesellschaft. Nee, ein Großschwert haben wir noch nicht gefunden. Und schon geht es wieder bitte. Los. Das würde Bianca auch allein schaffen. Die Bastarde halt nicht. Welche Bastarde? Bianca, du Vieh. Du bist erledigt. Ich erledige das. Und ich lehre dich nicht mit einem Magier anzulegen. Ich hab genug von dir. Kyros der Flint-Gesellschaft. So, sehen wir uns mal ein bisschen um. Vielleicht findet man auch die eine oder andere Elfenwurzel oder was auch immer. Vielleicht auch mal ein bisschen Metall. Oder Pulver oder was auch immer. Na dann, eine Elfenwurzel. Warum hat er jetzt den Stab gezogen? Weiß er wahrscheinlich selber nicht. Handwerk! Halt, Shemlen! Die Euren sind bei den Dalish nicht willkommen. Das höre ich oft, wenn wir Thema vertiefen. So, wie habt ihr mich genannt? Was ist ein Shemlen? Elfengebrabbel. Es bedeutet, dass ihr nicht zu uns gehört und gehen solltet. Sofort! Was sind die Dalish? Wer seid ihr überhaupt? Wir sind die Letzten der Elven. Merkt euch das, Hawk. Und wenn ihr woanders Elfen seht, dann bildet ihr euch die nur ein. Sie haben ihre Persönlichkeit aufgegeben, um unter Shemlen zu leben. Sie sind keine Elvenen mehr. So, kann ich jetzt rein? Ich erwarte ja nicht Tee und Gebäck, aber ich muss mit jemandem reden. Menschen haben hier nichts verloren. Moment, das ist der, von dem die Hüterin gesprochen hat. Ein Shemlen? Ich dachte, es ging um einen Elf. Betretet das Lager. Hüterin Marathari hat auf euch gewartet. Wenn ihr Ärger macht, lernt ihr unsere Klingen kennen, Fremder. Oh, echt? Welchen Namen tragen Sie denn? Ich würde Sie gern kennenlernen. Marathari, ich soll euch dieses Amulett bringen. Andere Natishan-Reisende. In der Tat. Ich bin Hüterin Marathari. Lasst euch ansehen. In eurem Herzen brennt ein Licht, Mensch. Lasst es nicht ausgehen. Ihr werdet es brauchen. Erzählt mir, wie euch diese Bürde zugefallen ist, Kind. Eine langweilige Geschichte. Ein Drache fiel vom Himmel, hat dunkle Brut abgefackelt und mich dann gebeten, euch dieses Amulett zu bringen. Also nichts Besonderes. Dann seid ihr vom Glück gesegnet. Ich werde zu Mythel beten, auf dass sie über euren Weg wache. Die soll man lieber ein paar Goldstücke zustecken. Das Amulett muss zu einem Altar auf den Berggipfel gebracht werden, wo dann ein Dalish-Ritual für die Verblichenen abgehalten werden muss. Danach bringt ihr das Amulett zu mir zurück. Wenn ihr das tut, ist eure Schuld beglichen. Werdet ihr mir dieses Ritual für die Verblichenen beibringen? Ich gebe euch meine Erste an die Seite. Sie wird dafür sorgen, dass das Ritual abgehalten wird. Und ich muss euch bitten, sie danach mitzunehmen, wohin ihr auch geht. Seltsam. Das klingt irgendwie merkwürdig. Es ist ihr Wunsch und dem muss ich nachkommen. Merrill wartet an dem Weg auf euch, der den Berg hinaufführt. Darris Shiral.
Ja, die Meryl kennt man auch aus dem ersten Teil, wenn man den Dalish-Elfen am Anfang genommen hat. So, wir holen uns erstmal die Quest hier vorne.